Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen gibt es nochmal einen Vlog. Für mich haben wir heute Sonntag und ihr seht, ich bin frisch geduscht und ich würde sagen, bevor es mit dem Video so richtig losgeht, ich habe einiges heute vor, werde ich mich jetzt erstmal zu Ende ready machen, dann habt ihr auch einen schöneren Anblick. Deswegen bis gleich! So, ich bin ready für den Tag und heute haben wir mal so richtiges herbstliches Wetter. Gestern hatten wir noch 27 Grad, aber laut Wetter-App der letzte sommerliche Tag, weil ab jetzt wird es kalt und herbstlich. Wir haben es heute auch, glaube ich, jetzt gerade nur 18 Grad und es ist auch noch sehr bewölkt draußen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Sieht es gerade draußen aus? Und da komme ich natürlich direkt in Herbststimmung. Deswegen möchte ich jetzt gleich mal mein Zimmer umdekorieren. Natürlich herzlich. Ja, ich habe gestern auch eigentlich mein Zimmer geputzt und aufgeräumt. Nur ich bin dann ganz, ganz spontan noch auf ein Dorffest gestern gefahren. War eigentlich nicht geplant, habe ich dann letztendlich doch gemacht. Und deswegen sieht mein Zimmer gerade wieder so schlimm aus. Ja, das heißt für mich jetzt, bevor ich hier meine Herbstdeko einweihen kann, muss ich erstmal nochmal schnell mein Zimmer irgendwie in Ordnung bringen, weil so geht das gar nicht und so ist das auch eigentlich mir peinlich zu zeigen. Aber gut, so ist das, wenn man Stress hat. Ich hatte gestern nur 15 Minuten Zeit, um mich umzuziehen und zu schminken und so weiter und so fort. Deswegen sieht es hier katastrophal aus und Wäsche muss ich auch noch runterbringen. Also nee, das mache ich jetzt erstmal noch schnell. Mein Zimmer ist jetzt soweit schon mal wieder ready, also aufgeräumt. Die Herbstsachen habe ich natürlich da gelassen. Aber ich finde, wenn das Bett nicht gemacht ist, dann kann ein Zimmer nicht ordentlich aussehen. Also meine persönliche Meinung. Wenn dein Zimmer total unordentlich ist, aber dein Bett nach dem Aufstehen gemacht wurde, sieht das Zimmer gleich viel besser aus. Und wenn dein Zimmer total aufgeräumt ist, aber das Bett nicht gemacht wurde, sieht dein Zimmer trotzdem unordentlich aus. Also meiner Meinung nach. Und da mein Bett noch nicht gemacht ist, werde ich das jetzt noch als letzten Step erledigen. Wenn ich das Bett jetzt so sehe, würde ich am liebsten noch mal eine Runde schlafen gehen. Ich habe ja durch gestern jetzt nicht so viel Schlaf abbekommen und das sieht jetzt so gemütlich hier aus. Gestern war ich mit meiner Mama ein bisschen Deko shoppen. Sie hat auch schon gefühlt das ganze Haus fertig dekoriert. Ich mache es ja wie gesagt heute. Vorher möchte ich euch noch zeigen, was ich so geshoppt habe. Wir waren bei Depot und Nanunana. Ich habe einmal hier diesen Kürbis. Ich finde den richtig schick in diesem grau-braun-Ton. Das war aber nicht der letzte Kürbis. Ich habe hier auch nochmal so einen orangenen, der hier auch noch so, ja, wie nenne ich das, so Pünktchen, so Löcher hat, weil der kann leuchten und das stelle ich mir richtig cool vor. Muss ich gleich nur noch Batterien holen, damit ich den auch anmachen kann. Und dann habe ich mir hier einmal so eine süße Schüssel noch geholt. Ja, ist wie so ein Herbstblatt halt und das kann ich mir auch ganz cool vorstellen. Vielleicht lege ich hier meinen Schmuck oder so rein, das weiß ich noch nicht so genau. Dann habe ich für meine Vase so diese ja, fake herbstlichen Blätter hier geholt. Ich bin so schlecht im Erklären. Genau, einmal drei Stück in unterschiedlichen Farben. Das hier ist ja eher so orange-gelb, das hier ist eher so rötlich und das hat noch sowas Grünes mit drin. Und genau, das kommt wie gesagt gleich in meine Vase. Ich denke mal, ich muss aber ein bisschen die Stängel kürzen. Und dann habe ich noch für meinen Fernseher eine Lichterkette gekauft. Die soll wohl 15 LEDs haben. Ich packe die jetzt mal hier mit euch zusammen aus. So, ich habe es jetzt mal geschafft, das auseinander zu fummeln. So sieht das aus. Und das kann auch nochmal leuchten. Ihr wisst ja, ich liebe alles Mögliche, was so leuchtet und was ich dann abends mir gemütlich anmachen kann. Und die werde ich mir, wie gesagt, vom Fernseher hier legen. Und genau, ich würde sagen, ich hole jetzt schnell Batterien und dann geht es richtig los mit Dekorieren. Vielleicht hole ich auch noch was vom Speicher oben, was ich irgendwie noch für mein Zimmer haben möchte. Aber ich schaue jetzt gleich erstmal, wie das alles aussieht. Zuallererst suche ich mir jetzt alle sommerlichen Sachen hier zusammen, damit ich die direkt gleich auf dem Dachboden bringen kann.
Ich habe nämlich jetzt einige Sachen, die ich halt dann natürlich erst wieder nächstes Jahr gebrauchen kann. Und das erledige ich jetzt mal schnell. Aber so viel ist das tatsächlich nicht. Ich habe gerade einen Sport gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe ja gesagt, ich muss die hier noch kürzen. Das habe ich jetzt auch geschafft. Und das war aber so schwer, es stellt leider nicht scharf. Aber es war so schwer, weil hier so Metalldinger drin sind. Ich habe erst versucht mit der Schere, da ging gar nichts. Musste ich gerade mit einem Messer das durchsäbeln. Das war so anstrengend. Ich habe meinen Sport für heute schon getan, das glaubt ihr gar nicht. Aber naja, es geht jetzt weiter mit Dekorieren. Ich freue mich. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht so zufrieden mit meiner Dekoration. Ich hätte doch irgendwie mehr Herbstdeko gebraucht. Aber ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich mir diese, kennt ihr diese Yankee Candles, dass ich mir davon auf jeden Fall so eine herbstliche noch kaufen werde. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das aussieht. Ich zeige euch das aber auch später, wenn es Abend ist und es hier ein bisschen dunkler und gemütlicher ist, zeige ich das euch auch nochmal. Aber jetzt schon mal so, ich habe hier jetzt diese LEDs hingetan, diese Herbst-LEDs. Dann hier oben werde ich dann, denke ich, die Kerzen noch hin tun. Da war ja das Bild, das lasse ich jetzt erstmal weg und schaue, ob ich mich dran gewöhne. Und dann habe ich hier einmal diesen anderen Kürbis und dann da noch die Blätter so reingemacht. Dann habe ich hier den grauen Kürbis und bei meinem Schminktisch habe ich dann diese Schale mit meinem Schmuck reingetan. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Ich habe nämlich immer das Problem, dass wenn ich am Tag davor ein bisschen was getrunken habe, weil ich dann auf einer Party war, dass ich dann meistens nichts frühstücken kann. Und wir haben jetzt auch einfach schon 11:30 Uhr. Das heißt, ich esse jetzt eigentlich fast pünktlich zu Mittag. Da habe ich mir halt eine Mahlzeit gespart. Aber ist ja auch mal nicht so schlecht, ne? Das habe ich mir jetzt hier schnell zu essen gemacht. Ich habe jetzt fertig gegessen und ich wollte euch jetzt noch so paar mehr herbstliche Sachen zeigen. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie meine Mama hier so ein bisschen das Haus dekoriert hat. So ist jetzt hier der Esstisch. Also da haben wir nur so eine Kleinigkeit drauf und die Fensterbänke haben wir auch so ein bisschen geschmückt. Also ich zeige euch jetzt nicht alles, aber hier zum Beispiel hat meine Mama das Fenster so geschmückt und der Eingangsbereich hier hat sie dann hier einfach, den haben wir auch gestern gekauft, so einen Kürbis hingetan. Und hier oben noch diese Girlande, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier das noch. Und da, warte, ich gehe mal näher ran. Hier, das finde ich auch richtig schön gemacht. Und dann halt immer mal wieder so kleine herbstliche Details reingebracht. Der Flur wurde natürlich hier auch noch ein bisschen geschmückt. Mittlerweile haben wir jetzt aber schon 1:15 Uhr und ich muss jetzt gleich mal in den Stall düsen. Ja, weil ich werde die Pferde reinholen und heute den ersten Herbstausritt mit der Bellamy machen. Das könnte zwar ein bisschen wild werden, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und genau, ich werde mir jetzt noch ganz schnell ein anderes Outfit raussuchen, weil so kann ich ja schlecht in den Stall gehen. Mein heutiges Outfit sitzt schon mal, wie ihr seht, mal wieder komplett von Royal Horseman, was auch sonst. Und denkt an meinen Code Marina10, mit dem könnt ihr ja immer 10% bei Royal Horseman sparen. So, die Gute steht natürlich auf der Weide noch. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass die Mädels jetzt gerade ihre Weidezeit haben. Und jetzt hole ich sie mal alle Mann rein. Die anderen stehen schon vorne. Hi Marzi, hi. Nicht wundern, ich habe jetzt übrigens die Kamera nicht mit in den Stall genommen. Ich wollte jetzt hier einfach mit dem Handy das dann filmen, weil ich hatte keine Lust, die ganze Kamera damit zu schleppen. Und ich wollte gerade sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, denn es ist gerade die diesjährige Weihnachtsbox Deluxe von mir online gekommen. Ich habe ja schon mal zweimal so Boxen gemacht und jetzt gerade ist halt nochmal die andere online gekommen, also die diesjährige. Und ich bin irgendwie total aufgeregt, weil das steckt so viel Arbeit hinter und es ist halt jedes Mal spannend, wie schnell die ausverkauft ist und wie die ankommt und so. Ja, Bellamy ist auf jeden Fall jetzt schon drin. Der ist auch gerade schon gefressen und jetzt mache ich sie mal fürs Ausreiten fertig. So, wir sind ready to go und gehen gerade zur Aufstiegshilfe und dann geht es in den Wald. Wisst ihr, was mich einfach wirklich richtig glücklich macht? Und da werde ich jetzt mein Grinsen auch den ganzen Tag im Gesicht behalten. Wenn man ausreiten geht und die Spaziergänger sagen, du hast aber ein tolles Pferd oder dein Pferd ist ja sehr hübsch oder ihr seid ein tolles Paar und euch zuschauen, wie ihr dann vorbeireitet und so. Ich weiß nicht, das macht mich so happy. Ich bin jetzt gerade in den Wald reingeritten und das Erste, was mir passiert ist, sind Fußgänger entgegengekommen und die Frau hat gesagt,
Du hast wirklich ein sehr hübsches Pferd. Da freut man sich ja einfach drüber, oder? Das ist so toll. Und ich finde, sowas sollte viel öfter passieren, dass man selber einfach, weiß ich nicht, den Menschen einfach immer so eine kleine Freude bereitet, weil sowas macht einfach nur glücklich. Wir sind hier zwar gerade noch in der Sonne, weil in die Richtung ist richtig schönes Wetter, aber wir reiten ins Dunkle hinein. Ich hoffe, wir bleiben trocken. Eigentlich war gar kein Regen gemeldet, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr dunkel aus. Oh mein Gott, es sieht gar nicht auf der Kamera so krass aus wie in Real Life. Heftig, wie dunkel das einfach ist. Wir reiten jetzt gerade so einen engen Weg. Oh, ich hoffe, dass ich keinen Baum aufkriege. Aber wir wollen zu einer Galoppstrecke, wo ich schon ewig lang nicht mehr war. Ich glaube, da war ich zuletzt mit Paola, als sie noch hier bei uns im Stall, also bei Bellamy im Stall stand. Und er ist aber mittlerweile gut zugewachsen. Schaut mal, wie schön es hier aussieht. Bellamy ist zwar ein bisschen glotzig und aufgeregt heute. Das habe ich mir schon gedacht. Schreckt dann mal ein paar Mal weg, also zuckt dann zusammen und springt ein bisschen auf Seite. Ansonsten benimmt sie sich eigentlich ganz gut heute. Aber es sieht so schön hier aus. Ich bin echt lange nicht mehr hier lang geritten. Wir sind jetzt im Trocknen wieder zu Hause angekommen. Ich werde jetzt absatteln und alles fertig machen. Oh, und die Bellamy war manchmal vielleicht ein bisschen aufgeregt und dann ist sie da weggesprungen, hier und jenes. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil wir jetzt auf einmal so einen Temperatursturz hatten. Und dann sind die ja eh was knackiger, wenn es jetzt demnächst was kühler wird. Und Bellamy ist ja eh immer so ein Feuerball. Aber ja. Aber ansonsten war der Ausdruck sehr, sehr schön. Also ich kann die halt immer trotzdem anhalten und so, aber es ist halt manchmal ein bisschen nervig, wenn sie sich die ganze Zeit erschreckt oder so eine Vollbremsung macht. Ich fülle jetzt nochmal schnell bei der Weide das Wasser auf. Jetzt gerade kommt auch wieder die Sonne raus, aber es bleibt an manchen Stellen trotzdem dunkel. Aber ja, wie gesagt, ich fülle das jetzt noch schnell auf und dann bin ich fertig. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen, werde mich jetzt wieder umziehen, weil ich bin gleich noch verabredet und auch noch was zu Abend essen. Ich glaube, meine Mama hat schon was gekocht. Genau, wir haben jetzt gleich, glaube ich, 5:30 und ja, ansonsten steht eigentlich nicht mehr so viel an. Eigentlich wollte ich noch das Badezimmer putzen, aber ich habe mich mal wieder davor gedrückt. 2000 Jahre später. Also, ich habe mir hier schon mein Schlafoberteil angezogen. Wir haben jetzt mittlerweile schon nach 11. Normalerweise würde ich jetzt schon schlafen, weil ich gehe immer so eigentlich gegen 10:30 schlafen. Aber ich war letztendlich länger unterwegs, als ich gedacht habe. Ich habe deswegen auch jetzt irgendwie gar nichts mehr gefilmt oder so. Und genau, ich war jetzt ganz schnell noch bed ready und dann geht's auch direkt schon schlafen. Morgen ist ja Montag, morgen heißt es wieder arbeiten. Und ja, da möchte ich ein bisschen Schlaf abbekommen, weil wegen dem Feiern gestern habe ich ja eh schon nicht so viel Schlaf als letzte Nacht abbekommen. Und genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!